Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Create. Heute brauchen wir zuerst den Mechanical Crafter. So, ich habe es platziert. Jetzt muss das noch bepowert werden und ich habe es extra hier in der Nähe von unserer Smart-Spider gemacht. Also, so, jetzt machen wir jetzt hier noch Jan und es funktioniert auch. Natürlich läuft das jetzt super langsam. Das müssen wir noch ein bisschen umstellen. Das muss genau innen zeigen. Das auch. Das ebenfalls. Sollte das alles funktionieren? Genau, dann kommt hier außen bei Enderside rein. Die Crushing Wheels. Ich sag jetzt schon mal vorab, dass wir Crushing Wheels machen. So, dann kommt einfach irgendein Wood rein und in der Mitte Enderside oder irgendein anderer Block, genau, und es funktioniert. Es geht jetzt wahrscheinlich voll langsam. Ja, es funktioniert gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ta-ta-ta-ta. So. Perfekt. Haben wir unsere Crushing Wheels, weil die brauchen wir für unsere Gold- bzw. Quarzfarm mit einer Kombination. Und dafür habe ich natürlich auch eine Schematics gemacht, weil ich habe das schon alles im Creative gemacht. Das heißt, wir müssen die Schematik hier einfach nur nehmen. Unseren Sitz. Unseren Schematic Table, den ich hier nicht habe. Wo habe ich den? Doch, den habe ich hier im Inventar. Super. Dann. So, platzieren wir unsere Schematic. Jetzt sieht man schon Gold-Quarz-Farm. Eigentlich habe ich es extra nur fürs Gold gemacht, aber Quarz ist halt so ein Nebenprodukt. Also, wir nehmen es mit. Und das produziert auch noch Clay und auch Flint. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich ja, haben wir jetzt auch noch genug Flint. Ein bisschen. Schon ein bisschen was. Also, ja. Das ist alles. Das wär's. Hier kommt das Quarz rein. Hier kommt Gold. Und ja. Gut. Das, ich glaube, das steht da ganz gut. Das dürfte natürlich nicht so sein. Das müssen wir später abbauen. Das ist jetzt leider in der Schematik drin, aber mein Gott. So. Packen wir unsere Schematic dann hier dann schon mal rein und dann holen wir unser Buch wieder, damit wir auch wissen, was wir alles brauchen, weil ich habe jetzt echt keine Übersicht, was uns fehlt und was ich alles verwendet habe. Mal gucken, ob er beim diesem Mal, also dieses Mal die zweite Kiste doch erkennt. Da habe ich zuerst die Kisten platziert und dann die kennen. Dann brauchen wir jetzt noch Gunpowder. Oder habe ich Gunpowder zufällig? Nee, habe ich nicht. So, was habe ich da alles verwendet? Hier mal Enderside Funnel. Ja, okay. Compacting Draws. Ja, Oak Draws. Ja, warte. Ich mache mir, glaube ich, hier eine Crafting Bench dann. Jetzt auch noch hier craften. So, ich glaube, ich habe jetzt alles eingesammelt. Ich hoffe, das reicht. Packen wir mal kurz das Buch rein, dann sehen wir, ob ich alles habe. Und? Okay. Glue? Stone? So, okay, Stone brauche ich nicht, das ist unwichtig. Und Limestone-Pillar, habe ich nicht reingepackt? Limestone-Pillar 64? Habe ich die falschen Limestone-Pillar? Merkwürdig. Merkwürdig. Ein Superglue natürlich, ja. Das sollte kein Problem sein. Das hole ich noch. So, Kleber habe ich. Ich habe nochmal ein Stack gemacht. Aber das sollte ja passen jetzt. Also, er kennt ja sonst alles. Gucken. Ja, doch, jetzt hat das, jetzt hat das. Sonst habe ich alles. Perfekt. Das ist alles, was man braucht. Ist doch nichts. Okay, dann gucke ich mal, ob das
auch funktioniert. Ich muss erstmal hier noch sagen, don't replace solid. Nee, replace. Skip Missing Block. Dann skippt auf jeden Fall den Stein, weil das der Stein steht ja dadurch durch den Cobble-Generator bzw. den Stone-Generator. Okay, dann mal let's go. Und wir gucken uns das an. Ach, das ist das Schönste. Der sollte jetzt gleich fertig sein. Jetzt fehlen halt auch nicht mehr viele Sachen. Lava konnte jetzt nicht reinpacken. Und das Wasser. Ist aber nicht so schlimm. Das mache ich jetzt dann einfach manuell. Ich bin jetzt oben drauf. Platzieren wir jetzt hier mein Backpack und dann nehmen wir das Wasser. Nimm zuerst Wasser. Will das Wasser nehmen, hallo. So, wir platzieren das Wasser in die Stairs. So, und da oben drauf an die Lava hin. Dann müssen wir noch einmal hier runter. Ich kann ja kurz mal. Ich erkläre das gleich. Ich erkläre das gleich. Hier ist ja unser Soul Sand, das heißt, wir müssen noch einen weiter runter. Genau hier. Hier kommt das Wasser rein. Und da. Und die Filter sind auch drin, wie ich sehe. Also hier ist auf jeden Fall der Gravel drin. Das ist gut. Dann wäre es gut, wenn ich mal überprüfe, ob in den anderen auch der Filter drin ist. Bevor wir es gleich testen, wie es funktioniert. Na, guck, wie wir sehen. Ist hier nichts drin in den Tunnels. Das heißt, wir müssen hier nochmal nacharbeiten. Ich habe jetzt aber plus kein Sand dabei oder kein Flint. Hier muss. Warte. Hier kommt Sand raus, hier kommt Clay raus und hier kommt dann. Flint, Flint, Clay, Sand. So, also, muss man die Sachen holen. So, hier packen wir Clay rein. Hier muss der Sand raus. Hier muss der Sand raus. So. Und hier Flint. Dann. Ich gucken, das ist so richtig. Dann gucke ich hier nochmal nach. So, gucken wir mal rein. Das ist sogar richtig. Okay, dann hat er sogar die Filter gemerkt. Das ist super nice. Super nice, wenn was und nicht, was ich hier gemacht habe. Aber was ich lieber ein bisschen sicher gehen als testen und es geht alles falsch. Ja. Dann würde ich mal sagen, können wir mal das Gerät starten. Dann sehen wir, ob alles richtig läuft. Ich drück mal. Und es läuft es in die richtige Richtung? Ja, okay. Die Bells laufen schon mal in die richtige Richtung. Die Crushing Wheels laufen in die richtige Richtung. Genau. Gehen wir mal runter. Gehen wir hier unten entlang und gucken. Ist hier aber was drin? Okay, hier das ist genau so, wie ich es haben wollte. Und da kommt schon der. Ach, guck mal. Da kommt schon kommen die ersten. Quarzteile an. Das ist schön, das ist schön. Ich habe ja noch mein Quantity Key. Dann sehen wir auch genau, wie viel da drin ist.
Da ist jetzt natürlich noch kein Gold drin. Aber wenn da Gold drin ist, habe ich vielleicht Gold im Inventar? Ne, habe ich nicht. Da kommt, oh, kommt das erste. Perfekt. Es funktioniert. Ich packe oben auf jeden Fall noch Void Upgrades rein, damit die Sachen zerstört werden, wenn da zu viele drin sind. Ah ja. Wir haben es geschafft. Unsere Goldfarm. Die nächste Farm, die wir machen werden, weil ich habe so gemerkt, Enderside Casing ist ein bisschen nervig, die ganze Zeit zu machen. Deswegen wird das nächste Mal machen wir dann Enderside Casing. Das Automatisieren, direkt eine ganze Farm draus zu machen, ist, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll. Einfach, dass wir dann die Sachen quasi einfach reinschmeißen. Und ja. Dann gehe ich mal erstmal schlafen und springe in die Kreativwelt, damit wir mal einen genaueren Blick darauf werfen können. So, hier sind wir in der Kreativwelt. Zuerst sind natürlich die Drills, hier Stein. Stein, wird Cobblestone, wird hier in die Mill gepackt. Die Mill verwandelt das natürlich dann in Gravel, dann wird es hier transportiert. Dann hier sind ja hier die Crushing Wheels, die verwandeln quasi den Gravel in Sand und Nebenprodukte sind halt dann Flint und Clay. Deswegen sind hier noch zwei weitere Outputs. Dann wird es hier einfach runtergedroppt. Das Sand zu den Campfires, also die Soul Campfires, weil die brauchen wir, um daraus dann Soul Sand zu machen. Dann das Soul Sand wird quasi dann hier runtergeschmissen zu den Fans und dann bekommt man halt ganz schlicht halt Gold und Quarz raus. Wir können uns so kurz mal hier die Drop Rates ansehen. Wie hoch das ist, ich muss Soul Sand. Genau, wenn wir Soul Sand waschen, dann ist die, wir haben ja eine 12%ige Chance Quarz rauszubekommen und eine 2%ige Chance Gold rauszubekommen. Also die Chance ist halt sehr niedrig. So kann man es machen. Man kann auch ganz einfach in Neta so eine Pigland Farm machen, aber Ich wollte es so machen, weil es ist ein bisschen interessanter, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dieser Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.